Ja, hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 26. Videochat der Think Big Digitalwerkstatt. Ich bin die Birgit von der Digitalwerkstatt und ja, ich freue mich mega, dass ich heute so nach der Sommerpause, wo wir uns zurückmelden, gleich drei Gäste mit da habe, drei Experten. Genau. Da kommen wir gleich dazu, weil wir haben in der Sommerpause nämlich nicht nur faul auf der Haut gelegen und haben uns die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sondern wir haben auch ein bisschen am Videochat gefeilt. Wir sind heute zum ersten Mal ja, auf Facebook, wir streamen mit Facebook Live. Beim letzten Videochat ging es ja um Livestreaming. Da haben wir das mal getestet und haben uns das gleich für unseren Videochat überlegt. Genau, das heißt, heute geht es um Community Building, das heißt, wie kann man auf einer Social Media Seite seine Community, seine Fangemeinde irgendwie noch größer kriegen und noch mehr Fame für sein Projekt und mehr Interesse für sein Projekt kriegen. Und da haben wir heute drei Experten am Start. Das ist einmal der Henrik, der bei Virtual Identity arbeitet und Content und Community Manager ist. Da wird er nachher gleich nochmal mehr dazu erzählen. Dann die Conny vom Projekt Refugees, genau, da winkt sie. Und die Denise vom Projekt Breakout, genau. Ja, Henrik, vielleicht kannst du einfach noch mal mehr dazu erzählen. Was versteht man eigentlich unter Community Building, also unter Community Fangemeinde? Da stellt man sich irgendwie so, boah, fett irgendwie. Das ist mega viel und das ist irgendwie vielleicht auch nicht so einfach, das hinzukriegen. Aber vielleicht kannst du noch mal klar machen, was eigentlich genau Community Building in sozialen Netzwerken bedeutet. Ich versuche mal. Community, das ist wirklich ein großer Begriff und das begegnen wir auch hier in der Agentur und in der Arbeit wirklich. Wenn man von einer Community spricht, dann ist das in der Regel extrem viel oder dann wirkt das zumindest viel. Man spricht von einer Facebook-Community oder von einer Twitter-Community und das ist natürlich, das wirkt extrem riesig. Und letztendlich kann aber, glaube ich, meiner Meinung nach eine Community einfach auch was ganz Kleines sein. Also zum Beispiel eine Familie ist auch eine Art Community, eine Gemeinschaft, die etwas vereint. Und unterm Strich, glaube ich, Community Building nichts anderes ist als die Beziehung zu den Menschen, die dieser Gemeinschaft sind, aufrecht zu erhalten und mit ihnen in Kontakt gehen, Dialog führe, also die Frage, was interessiert Sie? Haben Sie vielleicht noch Feedback für mich? Haben Sie Kritik für mich? Und mich dementsprechend verhalten und weiterentwickeln. Also letztendlich ist Community Building für mich nichts anderes als eine Beziehung mit anderen Menschen einzugehen und mit ihnen zu sprechen. Und das in der im regelmäßigen Abstand. Ja, du betreust ja auch den Think Big Facebook-Channel und den Instagram-Account von Think Big. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen sagen, wie macht ihr das, da so eine Community aufzubauen? Also was sind so eure Strategien? Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben jetzt, ich sag mal so, also auch gar kein Zaubermittel oder irgendwie etwas ganz Besonderes, was wir machen. Am Anfang von allem steht eigentlich, dass wir eine ganz klare Idee davon haben, wofür denn das Unternehmen jetzt in dem Fall oder die Organisation steht, für die wir dort Community Management machen, also für die wir Community Building auch machen. Das heißt, wenn wir wissen, zum Beispiel Think Big, da kann man Ideen einreichen, da wird man unterstützt in seinen Ideen und ich weiß auch, mit wem ich dort sprechen möchte, da habe ich ja dann eine bestimmte Zielgruppe. Dann kann ich eigentlich anfangen, mir peu à peu so langsam ein Gefühl dafür zu machen, wo sind denn diese Leute, mit denen ich da sprechen möchte? Interessiert die das? Und wenn die das interessiert, dann schreibe ich sie zum Beispiel ganz einfach an. Das funktioniert entweder so, dass ich zum Beispiel auf der Facebook-Seite, wenn ich gerade vom Start aus weggehe, dass ich einfach ein paar Inhalte von mir mal preisgebe und ein paar Leute einlade. Vielleicht auch sogar, wenn ich ein bisschen Geld bei der Seite habe, also ein bisschen reicht da auch schon nur, dass ich zum Beispiel eine Anzeige schalte bei Facebook, sodass das dann auch Menschen sehen. Und dann kommen peu à peu Menschen dazu, die das vielleicht interessiert, was ich zu sagen habe, im Auftrag einer Organisation. Und mit denen versuche ich dann natürlich auch regelmäßig in Kontakt zu bleiben und zu schauen, wenn die das, was ich zu sagen habe, auch weiter verbreiten, kommen neue dazu. Mit denen muss ich auch weiter in Kontakt bleiben. Und dann fragen wir nach, reagieren auf deren Kommentare. Und so entwickelt sich eine Beziehung zwischen der Community und uns.
Ja, es hört sich, also klar, es sind schon mal gute Tipps, aber ich meine, es ist ja schon auch aufwendig, so eine Community irgendwie also erstmal zu bauen und dann auch irgendwie bei der Stange zu halten, also dass die auch meinem Projekt dann auch mit folgen. Also du bist ja auch hauptberuflich damit beschäftigt, oder? Ich denke, dass sich nicht alle Projekte dafür eignen, dass man sich auf Social-Media-Kanälen da so stark involviert. Vielleicht hast du einen Tipp, welche Projekte das besonders betrifft. Kann man da irgendwie was sagen? Ja, also unterm Strich, ne, weil ich gerade versucht habe, so zu erzählen, das sind halt auch Menschen, mit denen ich in ein Gespräch gehe, ne, also mit denen ich versuche zu reden, ganz normal, wie mit Freunden oder mit Menschen auf der Straße, wo ich ein bestimmtes Thema habe. Und ich kann sagen, so aus der Erfahrung heraus, wenn es etwas ist, das viele Menschen interessieren könnte, dann, also wenn ich da zum Beispiel ein Projekt habe, wo ich sage, das könnte viele Menschen interessieren, weil die zum Beispiel irgendwie ein Alltagsproblem haben oder so, was mein Projekt löst, oder weil das ihnen dort begegnet, wo sie im Alltag auch sind, dann weiß ich, dass sich, glaube ich, der Aufwand lohnt, da auch eine Community aufzubauen und da in Kontakt zu gehen mit Menschen und da dran zu bleiben. Ja, noch kurz, bevor wir mal zu Denise und Conny, dass die ihre Projekte auch mal kurz vorstellen, um welche Strategie sie so anwenden. Ihr könnt natürlich auch euch jetzt mit einbringen in den Videochat. Also wir sind gespannt auf eure Fragen und Ideen und Kommentare hier auf Facebook. Schreibt uns, wir können gerne oder genau, wir wollen eure Feedback, eure Rückmeldung, eure Fragen haben, die wir hier mit im Videochat gerne mit beantworten wollen und mit aufgreifen wollen. Genau, Denise, zu dir. Projekt Breakout. Um was geht es bei euch genau und wie habt ihr Social Media Plattformen damit eingebunden? Breakout ist insofern ein anderes Projekt von Think Big, und zwar geht es bei uns hauptsächlich um ein Event, was einmal im Jahr stattfindet, mit dem Ziel, immer in Zweierteams innerhalb von 36 Stunden so weit möglich zu reisen, und zwar ohne einen Cent in die Hand zu nehmen. Das klingt erstmal irgendwie komplett unmöglich, aber ich habe dieses Jahr selbst mitgemacht und bin mit meinem Bruder in 36 Stunden bis nach Finnland gekommen. Und im Vorfeld muss man sich halt um Sponsoren kümmern, und die unterstützen dann die jeweiligen Teams entweder mit einem Betrag oder einer Challenge, und am Ende wird das ganze Geld gespendet. Und bei uns, also beziehungsweise für Breakout, ist natürlich Social Media extrem wichtig, weil Breakout ist so eine Art, also wir profitieren extrem von so Mund-zu-Mund-Propaganda. Also ich selbst habe auch durch irgendwelche Geschichten von Breakout erst erfahren. Und je mehr Freunde das untereinander teilen, desto breiter wird unsere Community. Und da ist natürlich Facebook und Instagram und Twitter umso wichtiger für uns gewesen. Und auch die Leute so peu à peu auf dieses Event vorzubereiten und sie so ein bisschen an die Hand zu nehmen, die Leute, die Breakout überhaupt noch nicht kannten, wie funktioniert das eigentlich, wie findet man Sponsoren, wann findet es statt, wann muss ich wo sein. Also schon so ein bisschen, ich nenne es mal Live-Kommunikation mit der Community oder mit den Teilnehmern. Genau. Und wie habt ihr das dann geschafft, erstmal so eine Community aufzubauen? Also da die Leute anzusprechen, gibt es da eine Strategie, wo du sagst, das hat gut funktioniert? Ja, also ganz am Anfang, ich meine, man fängt ja immer bei null an so ein bisschen. Und wir haben bei jedem Beitrag, den wir gepostet haben, beispielsweise bei Facebook, haben wir alle Breakout-Mitglieder markiert, sodass das alle Freunde von denjenigen in der Timeline gesehen haben. Und so steigt natürlich die Aufmerksamkeit für dieses Projekt. Und auch bei uns intern ist es dann immer, Leute, immer wenn wir was posten auf Facebook, dann bitte teilt es auch bei euch. Und damit so viele Leute wie möglich davon das mitbekommen und die Seite liken und so weiter und so fort. Genau. Wie groß ist eure Community da mittlerweile schon? Wir hatten bis
Letztes Jahr im November, als ich angefangen habe, waren es etwa so 700 und jetzt sind wir bei 2300 Fans. Schon ordentlich, also hat sich die Mühe gelohnt, da mit reinzusteigen. Was sind das dann für Posts, die ihr da macht, wo du sagst, vielleicht auch da kommt besonders viel Resonanz oder da das wird dann auch voll weitergeteilt und spricht die Leute an? Also ich kann mal versuchen, meinen Screen mal hier zu sharen. Ich habe da hier sowas ausgewählt. Und zwar, ich hoffe, man sieht das jetzt. Also das hier war zum Beispiel so Bilder vom Start, wo man gesehen hat, wie viele Menschen mitgemacht haben beim Start. Und während des Events haben wir immer sehr viele Posts auf der Facebook-Seite gepostet, weil wir haben so einen Live-Blog eingerichtet während des Events, wo die Teams dann posten konnten, was sie gerade erleben, wo sie sind. Und da haben wir echt ein Team im Hintergrund sitzen gehabt, die sich die coolsten Stories rausgepickt haben und haben sie dann auf Facebook gepostet. Und was natürlich super ankommt, sind halt Teamgeschichten und auch so Giffys. Oder hier ein Video von der Challenge, da musste der Junge hier einen Schuhplattler machen mit einer Omi und hat dafür 20 Euro bekommen. Und da haben wir halt hier irgendwie 70 Likes bekommen dafür und tausende Kommentare. Also das macht natürlich Sinn, dass man, weil unsere Zielgruppe sind ja junge Leute und Studenten, und dass man denen den Inhalt halt so lustig und interessant wie möglich halt mit rüberbringt. Genau. Und was hatten wir hier? Warte, hier war noch ein ziemlich cooler Post, den auch sehr viele Leute hier ganz toll fanden. Also hier zum Beispiel haben wir dann so ein Giphy vom Start gepostet, damit wir so die Stimmung ein bisschen für die zu Hause gebliebenen rüberbringen. Oder, jetzt suche ich ihn gerade, wo war er? Hier. Also einfach, um die Freude mal so ein bisschen zu übermitteln. Genau. Ja. Ja, cool. Ja, wir kommen mal zu Conny vom Projekt Refugees. Wie läuft es bei euch, beziehungsweise was macht euer Projekt aus und wie nutzt ihr die Social-Media-Kanäle? Refugees ist ja selber eine Fragen- und Antworten-Community für Flüchtlingsthemen, für Themen von und für Geflüchtete. Von da haben wir eine Community auf einer ganz eigenen Plattform aufgebaut, mit einer eigenen Software, beziehungsweise die Software von einem Unternehmen gespendet bekommen, von Enemy, und nutzen aber trotzdem alle möglichen Social-Media-Kanäle, um Leute überhaupt erstmal einzuladen. Weil es ist ein bisschen wie eine Party zu organisieren und wenn du niemanden einlädst, dann ist halt niemand da. Und wenn man so eine Community aufbaut, muss man, wie Hendrik am Anfang auch schon erzählt hat, natürlich erstmal klein anfangen. Man redet mit Leuten über die Themen. Und bei uns sind das halt auch relativ brisante Themen. Es geht viel um Asyl, um die Prozedur, einen Job zu finden, eine neue Wohnung zu finden. Wie funktioniert Deutschland allgemein? Es sind ganz viele Fragen von Geflüchteten selber und mittlerweile auch sehr viele von Helfern. Die sagen, ich habe das ja alles selber auch gar nicht gelernt. Woher soll ich das wissen? Aber irgendjemand weiß das ja bestimmt. Und dafür ist eine Community halt super. Und wir haben uns dafür entschieden, das auf einer eigenen Plattform zu machen, weil wir gesehen haben, dass es ganz viele Facebook-Gruppen gibt von Leuten, die versuchen, sich gegenseitig zu helfen, was auch mehr oder weniger gut funktioniert. Aber wir hatten allein Ende letzten Jahres in Berlin über 40 Facebook-Gruppen nur von Helfern für Geflüchtete in Berlin. Und da findest du halt nichts mehr. Also wenn da irgendwas gepostet wird, egal wie toll diese Information ist, die ist halt nach einer Stunde weg und du weißt ja weder, in welcher Gruppe die war, noch nach was du suchen musst. Und dann haben wir immer mehr Posts gesehen, die liefen dann so über meine Timeline. Irgendjemand hat gestern eine total gute Infoseite gepostet, aber ich finde die nicht mehr. Findet jemand diesen Post wieder? Und der war halt lost. Den findest du nie wieder. Und dazu sagen, okay, wir haben eine Community, eine Seite mit Kategorien, die moderiert ist, wo man die besten Antworten hochvoten kann und die schlechteren runtervoten. Also man hat diese Qualitätssicherung mit drin, hat in dem Fall einfach sehr viel Sinn gemacht.
Habt ihr die dann über was habt ihr die aufgebaut? Über WordPress oder wie habt ihr? Eine eigene Software von Energy. Okay. Das ist die Software, die auch ein paar deutsche Autohersteller nutzen. Kannst du vielleicht mal was zeigen? Hast du die mach mal eben auf. Mal gucken, wie ich den Screen jetzt teile. Ja, jetzt ist es zwar schwarz. Ja. Genau. Sieht man's? Ja, ist da. Ja. Also das ist die Community, wenn man drin ist. So sieht das Ganze dann aus. Ich bin jetzt eingeloggt als Conny und habe jetzt zum Beispiel verschiedene Kategorien. Hier geht es jetzt um Home and Living, Asylprozedur, Papiere ausfüllen ist natürlich immer ein großes Thema. Hier werden wieder Anwälte gesucht. Education ist auch ganz spannend, vom Kindergarten über Studium bis zum Praktikum. Und das Schöne ist halt, dass jeder irgendwie helfen kann. Also jeder kann irgendwas beantworten. Und in dem Fall hat jetzt wieder jemand gefragt, wie man in Deutschland studieren kann. Jan ist einer unserer Super-User. Der antwortet auf sehr, sehr, sehr viele Fragen, der gute Mann. Und hat ja auch wieder eine relativ ausführliche Antwort gegeben. Und dann kann man dann sagen, okay, die klingt besonders gut, die kriegt einen Daumen hoch von mir oder die war nicht so hilfreich. Und bei vielen Fragen sind dann einfach 6, 7 Antworten. Und man kann den natürlich auch nochmal kommentieren, wenn man was ergänzen möchte, wenn irgendwas vielleicht noch unklar war oder so. Und so helfen sich hier relativ viele Leute gegenseitig, was sehr schön ist. Aber ihr habt trotzdem noch den Facebook-Channel. Also ihr versucht, verlinkt das dann, ich sehe gerade auf der rechten Seite, oder ist ein Link zu Facebook, beziehungsweise wahrscheinlich andersrum auch, oder wie bindet ihr das ein? Genau. Also Facebook nutzen wir natürlich auch, weil auch wenn Facebook nicht dafür gemacht ist, Diskussionen, Fragen und Antworten zu klären, ist Facebook super, um Leute zu erreichen. Und das kann Facebook halt hervorragend. Also nutzen wir es natürlich, um zum Beispiel hier jetzt unser erstes Event auch weiterzutragen. Das findet am Samstag statt. Nehmen wir genau das Gleiche, was wir online machen, auch offline machen, die Fragen beantworten. Und natürlich, wenn wir interessante Fragen in der Community haben, die dann auch wieder teilen, um mehr Leute wieder in die Community selber reinzuholen, aufmerksam zu machen. Uns gibt es noch, guck mal, hier sind gute, irgendwie interessante Fragen beantwortet. In dem Fall war es jetzt in Jobs, aber da gibt es noch ganz viele verschiedene Themen. Ja, cool. Jetzt glaube ich, ja, genau, da bist du wieder. Henrik, hast du noch irgendwie einen Tipp für die beiden, beziehungsweise was sind aus deiner Sicht auch nochmal Sachen, wo du sagst, ja, die Posts, die funktionieren einfach, also keine Ahnung, gibt's da, kann man sagen, da gibt es irgendwie so ein Rezept irgendwie, wenn man Katzenvideos postet, dann funktioniert es und keine Ahnung, was anderes nicht, deswegen hin und wieder mal eins rein oder ist es völlig wurscht? Also ich glaube, du hast absolut recht, dass Katzenvideos funktionieren, aber die funktionieren halt, glaube ich, bei jedem. Und das ist so ein Ding, ich glaube, das darf nicht austauschbar sein, was man da selber zu bieten hat und was man dort auf dem Facebook-Channel, auf Twitter oder auf dem eigenen Blog oder einer Website erzählt. Oder das muss schon das sein, was einen wirklich einzigartig macht in seinem Projekt und in dem, was man vorhat. Ich finde, beide Projekte machen das sehr, sehr gelungen. Die Conny hat ja gerade gesagt, das, was wir offline machen, wollen wir auch online zeigen. Und ich finde, das ist ein absolut der richtige Weg, weil es bringt nichts, irgendwie nur das zu machen, was halt vielleicht gut funktioniert, wie ein Katzenvideo. Da erreiche ich ja unter Umständen ganz viele Leute, aber die sind vielleicht gar nicht interessiert an dem, was ich eigentlich mache. Also ganz wichtiger Tipp ist eigentlich für alle anderen, die da draußen Projekte an den Start bringen wollen und eine Community aufbauen wollen, ja, einfach das zu erzählen und den kleinen spannenden Geschichten zu erzählen, was mich wirklich ausmacht in meinem Projekt. Und ein bisschen drauf zu hören natürlich immer mal wieder, was kommen denn da für Rückfragen? Also in dem Beispiel jetzt von der Conny, da gibt's die Website dazu und da sind ganz viele Fragen, dass man da zum Beispiel einfach mal 1, 2 Leute rausnimmt und guckt,
Was haben die jetzt für eine Geschichte erzählt? Gibt es da vielleicht eine Erfolgsgeschichte, wo zwei Leute in Kontakt gekommen sind? Das wäre zum Beispiel herrliches Posting wert. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, also bei Think Big gibt es ja diese Projektförderung, also bei den Basic-Projekten 400 Euro und dann 1000 Euro, beziehungsweise die Pro-Projekte dann sogar noch mehr. Aber muss man da ein Budget für die Community mit einplanen oder sagt ihr, das läuft so, beziehungsweise wie habt ihr das auch im Team, in eurem Projektteam geregelt? Ist da einer für zuständig oder teilt ihr euch das vielleicht so für die Organisation? Wer will, wer mag. Also, mach den mal. Also bei uns, wir haben ohne Budget angefangen und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, wenn man nicht mit einem riesen Big Bang starten möchte. Man kann ja auf verschiedene Arten und Weisen starten. Gerade wenn man mit dem Projekt ja auch noch in Kinderschuhen ist, finde ich das gar nicht schlecht, wenn man in einer kleinen Gruppe anfängt. Und wenn man Inhalte teilt, die interessant sind für Leute, dann teilen die auch weiter. Also ich glaube, die Inhalte, die am besten sich am besten verbreiten, sind die, die man selber auch gerne teilen wollen würde. Und deswegen gucken wir, dass wir Postings machen, die wir auch ohne schlechten Gewissens in irgendwelche Gruppen posten können, weil wir sagen können, ja, guck mal, Leute, das ist vielleicht interessant für euch, vielleicht hilft das jemandem. Und genauso werden sie dann weitergetragen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Denise, wie ist es bei euch? Ja, bei uns, dadurch, dass wir halt ein Event pro Jahr haben und immer so ein bisschen das Ganze ja darauf hinarbeiten, dass zu diesem Event immer so viele Leute wie möglich mitmachen, steigt bei uns halt der Druck so im Frühjahr. Und da haben wir dann schon so ein kleines, also wir haben jedes Jahr im Herbst haben wir so eine Art Visionswochenende, wo wir dann entscheiden, durch diese Förderung, die wir von Think Big bekommen haben, in welche Kategorien macht es Sinn, wie viel Budget zu verteilen. Und dann haben wir eben einen kleinen Teil genommen für die Eventkommunikation und die startet dann ab April zum Beispiel, um dann nochmal die Leute zu erreichen, die Breakout noch überhaupt nicht gekannt haben, um die ein bisschen zu motivieren, sich anzumelden, weil wir eben eine Anmeldephase haben und da dann so viele Leute dazu motivieren wollen, dass sie halt mitmachen. Und für was wird dann das Geld verwendet oder wie setzt ihr es mit ein? Also wir überlegen uns am Anfang, was für Posts wir dazu aufsetzen und die boosten wir dann bei Facebook. Oder wir haben beispielsweise eine Kampagne gemacht, wo wir eine Veranstaltung erstellt haben. Das kann ich auch mal schnell noch zeigen. Und zwar hier. Das ist einfach unsere Veranstaltung, wann es losgeht mit allen Inhalten und diese Veranstaltung haben wir dann innerhalb einer bestimmten Zielgruppe dann ausgespielt an verschiedene Personen, die in die Zielgruppe reingepasst haben. Genau. Da habt ihr eine riesen Response bekommen, ne? Das ist ja echt... Ja. Ja, das war ziemlich cool. Echt cool. Genau. Ja, wir haben jetzt viel, finde ich, über Facebook auch mitgesprochen. Social Media ist ja nicht nur Facebook. Also wie sieht es bei Instagram oder anderen Plattformen aus? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was eignet sich gut und wo ist der Unterschied? Also muss man da vielleicht was anders planen, als wenn man bei Facebook was reinstellt? Denise, hast du eine? Ja, also bei Instagram, den haben wir jetzt auch erst letztes Jahr mit aufgenommen und gelauncht. Da stecken wir also auch noch so ein bisschen in Kinderschuhen, was das angeht, von den Fanzahlen zumindest. Allerdings haben wir da auch gemerkt, wenn sich die Leute darauf markieren und selber irgendwie das reposten, sage ich mal, dann kommt da auch auf jeden Fall eine Resonanz zurück. Aber ich denke, es hat halt einen anderen Anspruch. Also Facebook ist für uns eher so ein bisschen informativ auch, um den Leuten die Infos weiterzugeben, damit jeder auf dem neuesten Stand bleibt. Und Instagram ist eher so ein bisschen die Bespaßung nebenbei, damit die Leute halt so ein bisschen was von dem Spirit mitbekommen, um was es geht. Also ich glaube, das sind einfach, man muss sich im Klaren sein am Anfang, was will man mit welchem Channel erreichen und das dann auch so pflegen. Henrik, was ist deine Einschätzung? Ich habe gerade geschaut, ob ich den Breakout-Channel finde auf Instagram, aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Breakout-Challenge. Breakout-Challenge, ich schau mal.
Aha. Ja. Kannst du ihn vielleicht gerade zeigen, Denis? Dass ja, wir klar. alle einen Blick drauf werfen? Ja. There it is. Also vielleicht, also ich sehe jetzt hier ganz viele auch diese Erfahrungs, ich sag mal aus den Erfahrungen heraus, aus den Reisen heraus, Fotos, Selfies, genau. ne, von ja. Reisenden. Ja. Und da sind genau. ja herrliche dabei, ne? Also ja. wie sie lachen und wie sie Spaß haben, das vermittelt viel von der Stimmung sicherlich, die da geherrscht hat. Und ich glaube, das genau. ist auch so der Weg, den man bei Instagram gehen kann. Also wenn die Projektteams da draußen überlegen, vielleicht sollen wir auch bei Instagram sein, irgendjemanden dabei haben, der super gern fotografiert oder der sagt, ich mache gerne Selfies oder was auch immer. Instagram hat so einen gewissen Anspruch an die Bilder. Ne? Also das hat alles ein, das sieht immer schön aus. Instagram soll ja. schön aussehen und da gibt es natürlich diejenigen, die das dann bewusst irgendwie inszenieren und zurechtlegen, dass das sich wiedererkennbar macht über den ganzen Stream hinweg. Aber das reicht, glaube ich, auch gerade am Anfang, wenn man einfach mit ja. Freude an der Fotografie und so den Blick dafür, was könnte denn hier eine schöne Szene sein, die eine Stimmung vermittelt, einfach mal reinstartet und ausprobiert. Wichtig aber dabei, glaube ich, damit die Abonnenten in dem Fall, die heißen ja nicht bei wie bei Facebook oder bei Twitter Follower oder Fans, in dem Fall ist ja die Abonnenten, hilfreich kann, glaube ich, sein, wenn die Bilder irgendwie alle was Ähnliches, ähnlich hergerichtet sind, also eine ähnliche Stimmung verbreiten, so dass ich als Abonnent weiß, wenn ich den Channel abonniere, dann kriege ich immer wieder dieses ganz besondere Feeling, dieses ganz besondere Gefühl von zum Beispiel der Breakout Challenge. Ja, cool. Conny, was hast du für weitere Erfahrungen? Pflegt ihr noch was außer Facebook oder habt ihr gesagt, wir konzentrieren uns drauf? Also wir pflegen natürlich Facebook und unsere eigene Community, was ja auch ein weiterer Channel ist, der Spaß zu moderiert werden muss. Instagram haben wir nicht gemacht, weil wir halt online angefangen haben, wo man ganz schlecht Fotos von Texten in der Community machen kann. Die sehen einfach nicht so schön aus und vermitteln nicht so viele Emotionen. Was wir allerdings machen, ist Twitter. In dem Fall aber mit einer ganz anderen Zielgruppe. Also auf Facebook haben wir vor allem auch die Leute, die in der Community aktiv sind, sowohl die Geflüchteten, die Fragen haben, als auch die Helfer, die irgendwie unterstützen möchten, Fragen beantworten. Und auf Twitter haben wir gemerkt, folgen uns vor allem andere Projekte, andere Organisationen, Stiftungen, so alle, die interessant sind Richtung Partnerschaften und Kooperationen. Von daher kriegen die auch andere Infos. ein bisschen reduzierter, ein bisschen einfach, ich sag mal so, Business- und Faktenlastiger. Ja, aber es ist ja schon auch nochmal wichtig, so von der Zielgruppe, wen erreiche ich mit welcher Plattform? Also, weiß nicht, also Snapchat wäre ja auch nochmal so eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob von euch jemand sich das auch mit überlegt hat. Ist da jemand mit drauf? Hat da jemand Erfahrung auch, wie Snapchat funktioniert? Für Breakout könnte das ja eigentlich optimal sein, oder? Zumindest, wenn die Breakout-Challenge stattfindet. Genau, hatten wir uns dieses Jahr auch überlegt. Ja, allerdings haben wir gesagt, dann müsste ein Team vielleicht für Breakout an den Start gehen und da hat es letzte Saison keine Freiwilligen gegeben. Aber ich schätze mal, dass wir das für nächste Saison auf jeden Fall durchbringen. Ja, cool. Jetzt ist schon die Sache, wenn man jetzt sagt, okay, man versucht verschiedene Channel da zu pflegen, Facebook, Instagram, Twitter, keine Ahnung, gibt es was, wo ihr sagt, das ist ein Tool oder irgendwie, das euch unterstützt, das irgendwie zu managen, wo man vielleicht auf einem auch mehreres irgendwie gleich planen kann und gleich einstellen kann? Gibt es da Tipps, wie man das besser strukturiert? Also wir arbeiten mit Hootsuite. Das ist ganz cool, weil man auf einem Dashboard sehen kann, welche Channels man betreut. Also wir machen das mit Instagram, mit Twitter und Facebook. Und wenn ich jetzt mal abends oder mittags eine Nachricht bekomme, hey Denise, heute Abend muss ein Post raus für den Sponsor XY, dann kann ich das sofort machen und planen und muss nicht mich abends jetzt nochmal hinsetzen und da nochmal am Handy so ein Post aufsetzen, sondern das geht ganz gut. Also Hootsuite kann ich jedem ans Herz legen, der da sich ein bisschen das Leben einfacher machen will. Hast du noch einen Tipp, Henrik?
Ich habe halt den Luxus, dass ich quasi mehr oder minder den ganzen Arbeitstag über mich in unterschiedlichen Channels rumtreiben darf und mit den Leuten sprechen darf in den Communities. Deswegen, ich bin sowieso auf den Channels dann. Selbst wenn wir jetzt für unterschiedliche Unternehmen oder unterschiedliche Organisationen da unterschiedliche Channels betreuen, dann bin ich immer direkt dort. Das heißt, ich persönlich nutze die nicht. Ich finde aber auch, was die Denise sagt, eben Hut zu, das ist vor allem gerade, wenn man anfängt und es einem vielleicht noch nicht ganz so leicht fällt, alles unter einen Hut zu bringen und den Überblick zu bewahren, kann das echt hilfreich sein. Und vor allem, es gibt dort auch Funktionen, wo man die Zielgruppen kategorisieren kann, Beiträge, also Rückmeldungen von der Community auch einkategorisieren kann und so ein besseres Gefühl kriegen kann. Auch, was denken die denn eigentlich über mein Projekt oder was denken die denn über meine Beiträge? Ja, aber man kann es auch nutzen, eben um Beiträge zu planen. Das wäre jetzt noch eine Frage, wie, was ist zeitlich eigentlich sinnvoll? Also wann setze ich einen Post, dass er auch gelesen wird, wenn die Leute auch dann irgendwie an ihren Handys oder am Smartphone sitzen, beziehungsweise am Rechner? Kann man da irgendwas pauschal sagen? Was sagt ihr? Also wir haben immer gute Erfahrungen gemacht, zumindest bei Facebook so am Abend, weil die Leute dann entweder irgendwie auf dem Heimweg sind, in der U-Bahn und so und dann nochmal Facebook checken oder am Wochenende, zum Beispiel sonntags, da flackt eigentlich eh jeder auf der Couch, also von unserer Zielgruppe zumindest. Das funktioniert schon ganz gut. Conny, wie sind eure Erfahrungen? Ganz unterschiedlich, weil wir noch so super gemischte Zielgruppe haben. Wir haben viele Leute dabei, die einfach arbeiten gehen. Da funktioniert es mittags sehr gut. Wir scheinen in der Mittagspause alle nochmal eben auf Facebook zu gucken. Und generell hätte ich auch gesagt, eigentlich ganz gut abends, weil da viele Leute unterwegs sind. Also da wird es schnell weiter verbreitet. Andererseits, wenn man es eher vormittags postet, sehen es halt mehr Leute über den Tag hinweg. Also wir haben mit beiden ein bisschen unterschiedlicher, aber ganz gute Erfahrungen gemacht. Von daher posten wir mal so, um ehrlich zu sein. Da kann vielleicht noch helfen, also ihr beide habt es eh gesagt, also was auch mein Eindruck ist, ich versuche mich so reinzuversetzen in meine Zielgruppe, also die Leute, mit denen ich sprechen möchte, und versuche mir vorzustellen, wann sehen die das? Weil ja meine Beiträge nun mal nicht immer und ewig bei denen sind und immer und ewig oben aufscheinen, wenn die gerade mal Facebook oder Twitter oder Instagram aufmachen. Und da versuche ich mich reinzuversetzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, die, mit denen ich dort spreche und von denen ich Feedback bekomme, die könnten am Wochenende auf der Couch flacken, dann werde ich das wahrscheinlich eher am Wochenende und vielleicht, weiß ich nicht, mittags, wenn sie aufgestanden sind, posten. Oder wichtig dann aber auch, glaube ich, dass man sich das so ein bisschen notiert, also so ein bisschen im Hinterkopf bewahrt, aha, da haben besonders viele das zum Beispiel gesehen. Bei Facebook sieht man ja zum Beispiel, wie viele ich erreicht habe mit meinem Posting, dass man sich das so ein bisschen mitnotiert. Und dann ausprobiert, wie die Conny schon gesagt hat, und einfach so ein bisschen im Hinterkopf behält, aha, Freitagabends hat ganz gut funktioniert, jetzt schon ein paar Mal, vielleicht funktioniert das auch nächste Woche nochmal. Ja, cool. Also ein Haufen gute Tipps. Jetzt, ich könnte mich noch echt lang mit euch unterhalten, ich hätte auch noch echt Fragen. Wir sind von der Zeit ja schon fast am Ende angekommen. Ich hätte von euch gerne einfach für die letzte Runde jetzt nochmal so drei knallharte Tipps, Fakten, keine Ahnung, was ihr den Leuten, die jetzt eine Community aufbauen wollen oder halten wollen, auf den Weg geben wollt. Ganz kurz und knapp. Henrik, fang gleich an. Ach, okay, wow. ausprobieren. Alles, was ich zu sagen habe, ausprobieren in allen möglichen Formen, wo ich das Gefühl habe, das könnte funktionieren. Mitnotieren, dokumentieren, was ich dort erlebt habe und daraus lernen und dann anders machen. Und ganz, ganz wichtig, mit den Leuten sprechen. Immer wieder sprechen mit den Leuten, kommentieren, antworten, reagieren, in Kontakt bleiben. Cool. Denise? Ja, was ich vielleicht jetzt noch ergänzen kann, ist Ziel, also es klingt so komisch, zielgruppenrelevante Inhalte liefern. Also was interessiert meine Community und darauf zugeschnitten auch mit den Leuten kommunizieren und denen so ein bisschen einen Mehrwert bieten oder andersrum nicht nur einen Mehrwert bieten, sondern sie auch informativ, aber auf eine interessante Art und Weise
sie zu bespielen mit Inhalten und nicht einfach nur irgendwas, Hauptsache ich habe es gemacht und Hauptsache ich bin auf Facebook, nur weil das jetzt am Stand der Dinge ist oder so. Möchte ich unterstreichen. Ja. Sehr gut. Und Conny? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, also gerade wenn man den Luxus hat wie wir, dass man sich quasi so ein Projekt selber aussucht oder gerade sogar selber gründet, macht was, was euch selber interessiert. Die Leute nehmen euch das nicht ab, wenn ihr über Dinge postet, die euch selbst am vorbeigehen, weil es einfach uninteressant ist für euch. Das merken die. Natürlich merken die das. Also von der, nehmt euch ein Thema, wo ihr selber sagt, das ist voll geil, da könnt ihr den ganzen Tag drüber reden und dann tut das einfach online und da werdet ihr dann ganz schnell Freunde finden. Und dieser Freundeskreis, der sich bildet, das ist eure Community und das ist, glaube ich, die geilste Zielgruppe und Feedbackgruppe und die besten Insider, die ihr euch wünschen könnt, die das Ganze dann ja auch als Multiplikatoren und im besten Fall Fanboys weitertragen. Also von daher, es lohnt sich, wenn es das richtige Projekt ist und wenn ihr dahinter steht. Ja, Conny, ja. Vielen Dank. Ich glaube, das war jetzt ein super Schlusswort für unseren Videochat. Ich danke euch drei, dass ihr dabei wart, dass ihr uns als Experten hier Rede und Antwort gestanden seid und euer Wissen mit uns geteilt habt. Ich glaube, es ist super hilfreich für viele Projektmacher, sich da ein paar Tipps zu holen. Also danke euch und ich wünsche euch einen schönen Abend, euch zu Hause auch einen schönen Abend und macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.